1 Action. So, hallo an alle, willkommen zu einem weiteren Video. Wir werden heute hier im MC Edit ein bisschen am Großmarkt weiterarbeiten. Aber wie gesagt, nur ein kleines bisschen, denn wir wollen endlich den Großmarkt langsam fertig kriegen. Denn neue Projekte stehen an, wie zum Beispiel die Redstone. Der Redstone Bahnübergang wird als nächstes kommen. Das ist ein ganz kleines, smalles Projekt, aber nichts für ungut. Wir wollen heute ja mit dem Großmarkt weiterarbeiten. Dafür brauchen wir Folgendes. Ich habe hier vor einigen Tagen ein Schematic rausgezogen, was wir jetzt mal reinpacken würden. Und zwar, wo habe ich es? Okidoki. Show. Title als Entities. Okay. Das kann man so machen. Gut. Wir müssen hier was reinspeichern, beziehungsweise reinpacken, Import. Und da haben wir ein Schematic, was das Neueste hier ist. Ich meine, das ist das hier. Zeig einmal. Zeig mal. Hallo. Hallo, lad mal. Zeig mal. Komm. Ansonsten mal was über Structure Blöcke, obwohl MC Edit das ein bisschen smoother machen würde. Ich guck mal auf die Auslastung des Prozessors. Soll ich eigentlich gleich bekommen? Aber währenddessen will das hier nicht laden. Gut. Ich meine, das ist nicht das hier, was wir hier haben. Oder weißt du was, ich gehe einfach mal hier nochmal rein. In die Welt, wo wir es haben. Dann nehmen wir einfach das mit als hier Copy of Project World war das. Wir haben eigentlich eine gute CPU-Auslastung. Und zwar ist MC Edit ein bisschen raus, aber nun, es ist nicht schlimm. Hier ein schöner Aufzug, danke dir. Habe ich selbst entworfen. Ich habe da ein kleines Konzept entworfen. Und ich brauche hier die weiteren Chunks hier in die Richtung. Okidoki. Dankeschön. Howdy. Das ist ein bisschen shriggy. Mal gucken, ob das alles mit. Alles mitgenommen hat. Ich kann eigentlich mit der Maus sitzen. Nein, hat wie immer nicht alles mitgenommen. Wir müssen eigentlich noch einen Block tiefer. Ja, ich möchte hier das Ganze um einen Block tiefer haben, um ein paar Blöcke, oder wir bräuchten eigentlich eine Mindesthöhe von sowas, und dann mache ich hier das als Mindestfing, und dann können wir eigentlich nur kopieren. Öffnen wir die Redstone Mania 1.0 Welt, die wir hier unten haben. Wir kopieren uns nur das raus und dann geht es hiermit wieder rein. Und zwar.